Bonjour zusammen. Das ist nicht so bekannt, aber die berühmten Schiffe, die Touristen auf der Strassburger Isle rumfahren, die kehren auch zum Strassburger Rheinhafen. Und wir laden euch jetzt in für eine Entdeckungsreise. Das Schiff ist voll, die 130 Fahrgäste haben den Hörer auf dem Kopf, es geht los. 16 verschiedene Sprachen werden angeboten und dabei Elsässisch. Die Stadt ist eine der ersten, die sich reformiert hat. Und der neue Gläubige ist von den Katholiken bekämpft worden. Schon wurde der erste Schleuse erreicht. Und da hat der Kapitän einen Moment Ruhe. Zwei, drei Minuten warten, bis das, die Badwanne ein bisschen hoch wird. Und warten dann noch, bis das der Schleusenmeister den aufgemacht hat. Und dann fahren wir langsam wieder durch. Ein so Schiff fährt er seit 20 Jahren und erinnert sich an alte Dame, die hier im kleinen Frankreich die Schiffsleute als verwendet hat. Sie hat mich als Küre geboren. Sie hat als im Schliessermeister als gebraucht. Und sie hat als so petit, wie kann man sagen, ein bisschen Präferie, so, was gar nicht hat oder lieber hat. Ja. Zählmal hat jeder 3-4 Fahrten im Tag durchgeführt, jetzt sind 6-7, denn im Sommer werden täglich bis zu 44 angeboten. Was mich jedes Mal auch bei der Bootsfahrt so fasziniert, das Alte bequem anzuschauen. Und gerade für die Senioren ist es ideal mit dem Panoramaboot. C'est un moyen rapide de voir l'entièreté de la ville, enfin en tout cas tout ce qui borde l'eau. Comme Strasbourg, c'est une ville d'eau, ça va le détour. Oui, ça en a, mais... C'est pas aussi touristique. Auch der Kapitän scheint ganz gelassen, aber gibt gern zu, dass trotz Gewohnheit Aufmerksamkeit wichtig bleibt. Wir gehen um ein Pfeilerang geblieben, um eine Brücke. Wir gehen im letzten Moment ein Problem mit dem Motor. Und ich war einmal das Schiff ein bisschen ohne gehen, wo es will. Nach anderthalb Stunden ist die kleine Tür zu Ende. Zwischendurch sind schon wieder andere Schiffe fortgefahren. Wiedersehen. Tschüss. Und frische Touristen warten aufs Nächste. Il y a des gens du monde entier qui viennent vers moi. Je ne suis pas obligé de voyager. Je renseigne, on règle toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver ici. Doch für unsere Mannschaft kommt Zeit, das leere Schiff wieder an den Hafen zu feiern. Ein gemütlicher Moment, 6 km in der Stunde. Wir fahren jetzt wieder das Schiff über Nacht zu bleiben. Jetzt räumen wir alles auf vom Schiff, was zu machen ist. Kein Kopf räumen, es auch nur Löhne. Und nach einer guten halben Stunde sind wir wieder ist der Tag fertig. Es ist einer der besten Momente im Tag. Ja, wenn man so allein ist, ja, ist schon ist fast nicht unser Schiff, ist fast schon wieder unser Bubble. Das Schiff liegt am Becken noch innerhalb der Stadt. Zehn Schiffe verbringen dort Nacht und morgen sind alle frei, werden sie geputzt, um wieder Picobello ein neues Tag anzufangen. Batorama ist eine Tochtergesellschaft vom Strassburger Rheinhafen, hat aber bis 2016 direkt dazugehört. Und es macht genau 70 Jahre, dass das erste Schiff Touristen rumgefahren hat, aber ausschließlich im Hafengelände. En 1947, c'était du tourisme industriel. Il faut voir que la première année, on a fait 12 000 visiteurs individuels. Et on est monté jusqu'à 25 000, 30 000 par an en tourisme industriel. Ab den Jahren 60 haben sie die Leute auch in die Stadt mitgenommen. Und heute, mit 750.000 Fahrgästen im Jahr, ist Batorama die erste kostenpflichtige Touristenattraktion von der Grossregion. Aber der Rheinhafen selber bleibt weniger bekannt. Die Leitung nutzt jede Gelegenheit, für sich im Publikum vorzustellen, wie hier während einem Musikfestival. Und bald wird auch eine Strasse rehabilitiert und der Sitz vom Rheinhafen installiert sich in die alte Hafenmeisterei. C'est un peu l'endroit où le port veut se faire beau pour la ville. On va aussi faire notre nouveau siège à cet endroit-là, mais aussi un gros projet de développement sur notre site de Lauterbourg, donc à l'extrême nord de l'Alsace, où on développe notre troisième terminal conteneur. Donc gros développement logistique prévu. Der neue Tram für auf Kehl fährt teilweise über ein Becken und schenkt einen frischen Aussichtspunkt über das Hafengebiet. Bald finden auch Wohnhäuser auf dem Gelände einen Platz neben den Betrieben. Und das gibt sicher ein neues Kapitel für die Geschichte zwischen Strassburg und seinem Hafen.